kaputt, kaputt. Ja, kommt hierher. So, so. Seelenhaufen sammle ich ein, aber da ist nichts drin. So, von hier aus darauf springen. Von hier aus darauf springen. Von hier aus darauf springen. Da müssen wir runter. Ja, hier kommt jetzt so ein dicker Typ. Genau, du. Au. Den halt nicht. Dann hau ich halt einfach nur. Dann weiche ich nicht aus, dann rolle ich nicht, dann hau ich einfach nur. Ja, Büchlein. Ja, danke. So, das war schon mal der erste Schritt. Also es geht doch relativ schnell hier runter. Auch wenn man sich zwischendurch ein bisschen Zeit nimmt, Sachen zu töten. Also es ist nur viermal taktisch runterspringen. Dann sind wir hier bei der neuen Runterrutschleiter. So, hier habe ich eigentlich gerade einen Fehler gemacht, dass ich da nie betreten habe. Mir nicht. Also wenn ich jetzt ein bisschen vorsichtiger bin, sollten wir doch gut ankommen. Runter, 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 runter. Hier sind wir falsch. Hier hätten wir noch schneller abkürzen können, wenn ich ein bisschen mehr Risiko eingegangen wäre oben. Aber das wollte ich ja nicht. So, dich töten wir jetzt. Ja. Deinen Kumpel töten wir auch. Weil ich da nicht wieder irgendwo runterfallen will. Auch wenn das cool aussah. Genau da, wo du jetzt lang rutscht. Ich glaube, da sind wir letztes Mal auch lang rutscht. So, hier runter. Und hier. Runter. Da weiß ich nicht. Lieber Leiter nehmen. Ja. Runter, immer schön die Leitern runter. Es sind sehr viele Leitern hier, ich weiß. Oh, Viecherts. Okay. Und gleich müssen wir es geschafft haben. Dann haben wir den sapschigen Untergrund unter uns und dann können wir nicht mehr runterfallen. Und dann werden wir nur noch durchgehend vergiftet. Yay. Genau, hier. Nein, oh. Ich dachte schon, ich fahre jetzt doch nochmal runter. Und ich muss den anderen Ring anziehen. Lauf, Forest. So. Warum springst du da jetzt rein? Geh zurück darauf. So, dann haust du die Mücke tot und die Mücke tot und... Die Mücken tot. Und dann siehst du den anderen Ring ran. Genau, den da. Eine Heilung bitte. Und dann links halten, hatte ich gesagt. Da gab es einen epischen Weg zu einem Baumstumpf. Zu einem hohlen Baumstumpf. Und dann war da nur ein Plankenschild. Und genau da soll ich mich umgucken. Da gibt es ein Secret. Und da geht denn ein Weg zu einem komplett neuen Gebiet, das halt zum Addon gehören soll. Hallo Blutekel. Hoch, hoch, hoch. So, hier. Wände checken. Aha. Eine Kiste. Okay. Doppelmenschlichkeit. Ja, nee, das kann es nicht sein. War die Kiste mal kaputt. Guck die Wand dahinter an. Zweihändig. Kiste, ich weiß, ich kann. Kisten kann man noch kaputt machen, oder? Gib ihm! Sprungattacke. Das war keine Sprungattacke.
PC. Das war kein Tritt. Tritt. Ja, nee, okay. Ist hier noch eins? Also es ist schön, dass hier noch eine Doppelmenschlichkeit ist. Die ich damals hätte abstauben können, aber... ganz neues Gebiet sehe ich hier so nicht. Ah, okay, ich habe nichts gesagt. Die große Leere. Hatten wir doch schon, oder? So ein komplett schwarzes Gebiet, wo so eine 4/5 Könige waren. Und einmal heilen gleich. Und ich hätte richtig gerne ein Leuchtfeuer hier, was man auch anspringen kann. Damit ich nicht jedes Mal durch die gesamte Sippschaft da oben durchlaufen muss. Ja, genau du. Ist nur die Frage, ob das jetzt auch ein Ansprungfeuer ist oder hoffen wir mal das Beste. Oh, und ich sollte es auch wirklich ganz aktivieren. Ah. Das ist ja nämlich irgendwie an den Baum, den wir gerade gekillt haben. Und taktisches Springen wäre hier wohl auch angesagt, aber na, erstmal nicht. Hier sind bestimmt überall Secrets bei dem Baum. Oder auch nicht. Gut, taktisches Springen? Fragezeichen? Ne, hier geht's nochmal weiter. Wenn ich denn irgendwie hier raufkommen würde. Oh, Glitzer. Nee. Kein Glitzer für Girogon. Was haben wir hier? Nur eine Ausfüllung in einem Baum. Jo, okay. Weiter runter, weiter. Moment mal. Ah, okay. Weiter da drauf. Wow, geht das tief runter. Nein! Nicht die Viecher wieder, die verfluchen. Okay. Zweihändig. Nicht im Nebel stehen bleiben. Ah, ich mag das Gebiet jetzt schon nicht. Eck. Wände checken. Achso, da geht's hoch? Ja. Also abgesehen von den Augenviechern, das ist aber ganz okay. Es gibt zwar viele Möglichkeiten runterzufallen, aber es gibt keine riesigen Arme, die einen runterschubsen. Das ist schon mal sehr nett. So, und da oben war irgendwo Loot gerade. Gehe ich aber falsch für, oder? Ich muss da in den Baum rein. Muss ich da springen? Ne, das kannst du knicken. Da werde ich nicht runterspringen. Ich laufe jetzt aber nicht denselben Weg hoch, den ich vorhin runtergelaufen bin, oder? Doch. Okay, kann ich irgendwo taktisch... Gib mal jetzt so ein Kügelchen. Was? Das war jetzt ein sehr uneindeutiges Geräusch. Es hört sich an, dass man überleben würde. Oh, oh, okay. Also man überlebt es, man sollte nur auch drauf landen. Gut. So. Also hier hoch, da hoch. Den Baum wieder hoch. Und dann wird es wahrscheinlich nur wieder irgendeine Ritterseele sein oder so. So, wo müssen wir drauf landen? Da hinten. Ich roll... Nein, nicht direkt, nein.
Ja, das ist sicher. Musst dir keine Sorgen machen, du kannst dahin gehen. Heilung. Ich hätte nicht die Tür öffnen sollen. Ich scheine, seitdem die Tür offen ist, nicht die Geduld zu haben, jetzt alles in Ruhe zu erforschen. Weil ich viel zu neugierig bin, was da jetzt passiert. Von der Story her. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das Add-on hier nicht so wirklich viel mit der Story zu tun hat. So, okay. Ich probiere mal hier. Ja, okay. Chloranti-Ring. Ausrüsten. Wir haben ja eben gerade einen Ringslot frei. Beschleunigt Ausdauererholung. Das klingt sehr gut. Du kommst mit. So, jetzt nach unten. Und jetzt bitte neues Gebiet. Zeig mir was sehr Tolles. Gib mir ganz tolle Ausrüstung, auf dass ich dich zu Ende erforschen will und nicht der Versuchung nachgehe, die Tür zu öffnen. Also die Tür weiter, ne? Da lang zu gehen. Hier schaut gut aus. Da ist eine Treppe. Wow. Sehr gut. Es hätte wesentlich schlimmer ausgehen können. Runter. Runter, 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 runter. Nun sind noch mehr von diesen Augenviechern. Aber es muss hier irgendwo eine Art von Zivilisation geben, sonst wäre hier keine Leiter. Oder gegeben haben. Da geht es noch weiter ins Wurzelwerk rein. Weg. Ja, ist hier auch irgendwo ein etwas sicherer Weg runter? Weg. Die hier scheinen mir aber irgendwie anders anzugreifen als die Cousins in der Untiefe. Ah, da ist eine Leiter, okay. Hier rum, hier rum, hier rum, da runter. No. Weg. Weg. Boah, sind das viele? Du. Auch weg. Warum? Achso. Okay. Alles gut, alles gut. Bist nicht verflucht worden, Georgan. Ist alles gut. Eine Soldatenseele, ernsthaft? Das ist doch, also, wenn ich den Schwierigkeitsgrad des Gebiets hier ablesen kann anhand der Seelen, die man findet, dann ist das hier ein bisschen mau. Ich habe nicht darauf geachtet, wie viel die Glubschaugen jetzt bringen an Seelen. Oben hatten wir 1500, 2500 pro Mob. Wenn das hier sich nicht in ähnlichen Bereichen hält, könnten wir schon zu spät hier sein. Oh nein, der Bud Spencer-Pilz. Ah ne, das sind die kleinen. Euch hätte ich eigentlich in Ruhe lassen können. Aber jetzt ist wohl vorbei. Ja, den Rest von euch lasse ich in Ruhe. Ich verspreche es. Ich wollte das nicht. Ich dachte, du wärst größer. Das ist ein Kompliment. Ich habe dich für größer gehalten, als du bist. Genau, macht ihr jetzt irgendwas? Ja, die machen was. Sie knuffen ein. Ich wollte das nicht. Ich bin noch ein guter Paladin. Ich folge nicht den Brüsten. Ja, okay, doch. Da ist aber Bud Spencer-Pilz. Oh, viele von euch. Gut. Noch eine Nebelwand. Das könnte interessant werden. Oder auch nicht. Oder auch doch. Aschesee. Was? Da ist ein Leuchtfeuer. Wow. Okay. Die Welt wird also gehalten von Bäumen. Und unter der Welt ist ein Meer. Und eine Hydra. Nicht ernsthaft. Ich habe da so schlechte Erinnerungen mit einer Hydra.
von wegen Wasser und Instant Tod. Aber gucken wir erstmal hier. Dich aktivieren wir. Dich benutzen wir auch richtig. Und dann gehen wir zur Hydra. Eventuell können wir einfach dran vorbeilaufen. Also der Baum da sieht wichtig aus. Wir kommen von dem Baum hier, wir gehen zu dem anderen Baum. Das heißt, wir könnten die überspringen. Und ja, das ist Wasser auch wieder tief. Da bin ich nicht.